Die Kinder und die Jugend von heute haben kaum noch politische Meinungen. Und wissen Sie auch ganz genau warum? Weil die einfach alles glauben, was sie eingeflößt kriegen. Sowohl in den Medien als auch in der Schule als auch überall sonst. Ja, ich habe heute in der Schule haben Leute meinen politischen Account gefunden, den ich hier mache. Ich bin stolzer AfD-Befürworter, ja. Und dann bringt der eine Schüler, hat tatsächlich Fuck-AfD-Schilder mit in der Schule gebracht. Und die meisten haben mich da als Faschist bezeichnet und so, ja. Also ich kriege wirklich Hass. Hassrufe durch die ganze Klasse geschielt. Ja, das geht einfach gar nicht, ne? Also ich würde mal sagen, ihr solltet lieber mal anfangen, eine eigene Meinung zu entwickeln, denn was ihr da sagt, ist bestimmt eher der grün-gelb-rot-verschissene Scheiß, den ihr aus den Nachrichten habt oder der vom Bundestag gesagt wird. Ja, also es ist natürlich blau für die nächste Bundestagswahl, ihr Lieben, aber was nicht geht, ist natürlich sowas Hassiges, ne? Also wer, ich habe auch jetzt, dass ich hier eine Schülerin gehabt, die hat Linke gewählt oder ist Linke-Befürworterin, ja? Sowas ist blöd. Ja, so eine Partei gehört abgeschafft, nicht die AfD. Ja, es ist Zeit für die AfD. Und ich glaube auch fest, wie sehr viele Leute daran, dass die AfD an die Macht kommt. Und dagegen werdet ihr Kinder mit euren Verlügen, mit euren total schwachsinnigen Meinungen überhaupt gar nichts ausrichten können. Denn es wird die AfD sein, die 2025 die Wahl gewinnt.